Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Und zwar April den 24. kommt heute am April den 24. raus. Ich habe es extra so rausgesucht, weil heute mein Geburtstag ist. Beziehungsweise wenn das Spiel rauskommt, denn ich nehme nicht direkt an meinem Geburtstag auf. Es ist ein Horrorspiel, beziehungsweise eine Demo davon. Und es sieht jetzt schon ziemlich verstörend aus. Das ist nicht der erste Hintergrund, den ich schon gesehen habe im Menü. Eben war da noch was anderes. Ich habe ein bisschen Angst, was uns erwartet. Es geht nicht auf Deutsch, bevor ihr euch wundert. Also es geht nur Englisch oder Russisch. Deswegen brauchen wir uns gar nicht die Language Selection angucken. Das ist nur Englisch und Russisch. Deutsch wäre schön. Wir starten damit direkt. Ich habe etwas Angst. Ich bin aber gespannt. Es sah vielversprechend aus von den Bildern her. Ziemlich gruselig, so wie es auch sein soll. Ich weiß nicht, wie lange das sein wird, das Spiel. Oh Gott, okay, wir starten mit einem... Okay, ganz ehrlich, wir gehen hier anscheinend in ein Horrorhaus rein. Es ist 3.15 Uhr am Morgen, der 26. April 1991. Und wir haben eine Kamera, aber konnten uns nicht eine Taschenlampe leisten, sondern einfach nur ein Feuerzeug. Oh, das Kreuz hängt schief. Können wir das irgendwie... Ah, wir können es leider nicht richten. So, die Steuerung ist ein bisschen... ist nicht so mein Fall gerade, aber das geht schon. Oh, fängt ja schon mal gut an. Knochen! Mein Gott. Hallo? Ist das die Tür? Können wir den Stuhl wegnehmen und den reinlassen, wie auch immer das ist? Das ist doch unhöflich. Können wir den Hammer mitnehmen, bitte? Nein, können wir nicht. Warum konnte sich der Mann... Oder die Frau, was auch immer das hier ist. Eine verdammte Taschenlampe. Was ist das? Mitnehmen. Oh mein Gott, was bist du denn? Ist das unser Kind? Hallo? Sohnemann? Peter? Das kommt da aus der Ecke, oder? Wie geht's? Da bei der Tür stand gerade, wir brauchen ein Messer. Ich bin ganz froh, wenn wir eins haben. Ich würde ja sofort rausrennen, wenn ich so ein Kind sehen würde. Das würde ich mir gar nicht gefallen lassen. Weh, das dreht sich um oder so. Kann ich wieder raus? Nein. Kann ich Licht anmachen? Auch nicht. Vielleicht ist ja in dem Kopf von dem Tier... Von dem Tier, ja. Von dem Kind ein Messer. Ich kann aber leider nicht hochheben. Das Kind... Wo ist denn hier... Kann ich die Schränke aufmachen? Nein, kann ich nicht. Eieiei, das kann ja was werden. Wo finden wir hier ein Messer? Hat der Teddy ein Messer? Was macht der für eklige Geräusche? Kommt der doch von dem Baby? Wo könnte denn hier ein Messer sein? Es ist nur ein kleiner Raum, den wir hier haben und mehr nicht. Oh! Steckte das eben auch schon drin? Nein. Oh Gott, SpongeBob hat eine Horrorphase erreicht. Er sagt uns, wir sollen gehen. Okay, kannst du das Kind ganz kurz in den Kopf stechen und dann gehen wir zur Tür? Nein? Ich werde das Kind nicht abstechen. Das würde ich so gerne machen. Das endet bestimmt nicht gut, wenn wir es nicht machen. Ich mag es nicht, dass wir den Rücken zu drehen und ich kann auch mich nicht bewegen, während die Animation ist. Bitte schneide ich die doch schneller auf. Boah, ich traue dem Kind kein bisschen. Ne, ich wollte gerade sagen, es hat auf Geräusch zu machen, aber das hat's nicht. Ah, unsere Freundinnen. Hier, unsere Mutter und wir sind der kleine Knirps hier. Obwohl, nee, warte mal, der hat so einen runden Kopf. Das ist bestimmt die Puppe. Vielleicht sind wir die Mutter und wir haben das Kind nur ausstopfen lassen als Puppe. Ich kann die Tür nicht zumachen, das ist sehr nett. Hallo? Ich will nicht nach oben gehen. Das Kreuz mitnehmen. Okay, ich denke mal, wir sind doch nicht die Mutter. Ich denke, die Mutter heult da gerade. Wahrscheinlich, weil ihr Kind so eine Horrorpuppe geworden ist. Will ich das hier wegschieben, ist jetzt die Frage. Natürlich schiebst du es genau vor die Tür, dass ich da nicht mehr ran kann. Hey, das ist unsere Frau. Sieht aber komisch aus, oder? Oder ist das einfach nur, wie das Gemälde gemalt ist? Das sieht aus, als ob der Kopf ein bisschen anders
Als ob der nicht so gut zum Körper passen würde. Was haben wir denn hier für Bücher? Time to Die. Na toll. Man and his Woman. Das kann ich nicht lesen, nur ein Auge. Battle until Death. Kann ich hier Licht anmachen? Nein. Kann ich hier rein? Nein. Das ist die einzige Tür, weil da hinten ist... Ich kann da ja mal hingehen, aber da hinten ist ein Stuhl davor. Den kann ich leider nicht wegmachen, ne? Oder? Oh, ich kann ihn wegmachen. Oh mein Gott. Damit habe ich das nicht gerechnet. Ich dachte, ich würde da jetzt einfach nicht durchkommen können. Was war das? Okay, ich habe Angst, dass das Kind hinter uns herkommt. Muss das hier alles so dunkel sein? Ich hasse Dunkelheit. Was war das denn hier? Hier ist doch gar nichts. Sehr seltsam. Okay, dann gehen wir halt dahin. Boah, unangenehmes Gefühl, hier lang zu gehen. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Konnte ich das Messer nur einmal benutzen? Kann das sein? Möglich ist das, dass ich das nur einmal benutzen könnte. Oh, kann ich das mitnehmen? Ja. Eine Stange. Wofür wir die benutzen, weiß ich noch nicht. Oh mein Gott, was war das? Oh, Heilige. Okay. Hallo? Was war das? Was bist du? Du eklig. Oh, mein Herz. Oh, das war gerade gar nicht gut. Kann ich das jetzt aufmachen? Oh nein, das ist für unten für die Tür. Wo das Geräusch herkam, wo er gesagt hat, ich soll verschwinden. Puh, okay. Nee, das ist das Kreuz hat sich umgedreht. Bitte dreh es wieder um. Kann ich das doch wieder ranmachen, die Bretter? Hallo? Oh Gott, was auch immer das ist, ich will hier weg. Frau, ich komme zu dir. Ich habe Angst vor dem, was da hinter uns Geräusche macht. Davor habe ich mehr Angst vor dir gerade. Du bist hier nur lang gelaufen. Obwohl, ich bin mir unsicher. Sind wir hier erst mit einem Zombie im Raum, das uns verfolgt, oder lässt er uns in Ruhe? Ist das ein Horror? Ein Schreckhorror, oder ist die irgendwo... Die ist hier. Greift die uns an, wenn wir zu ihr gehen? Hm, okay. Die verschwindet einfach. Danke. Danke fürs Verschwinden. Das ist sehr nett. Du blöde Kuh, ganz ehrlich. Boah. Wird hier raufgezeigt. Ah, hier ist ein Schlüssel. Danke für den Schlüssel. Wer hat denn mit dem Safe genau neben seinem Kühlschrank stehen? Überhaupt nicht offensichtlich oder so, falls jemand einbrechen will. Können wir das hier wegmachen? Es wäre vielleicht besser, das da zu lassen. Das Kreuz ist wahrscheinlich nicht umsonst da. Ja, mach den Schlüssel rein und dann sehen wir, was dahinter ist. Bitte nicht schon wieder ein Zombie-Frau. Boah, ist das ekelhaft hier. Eine Uhr. Oh. Eine Skizze. Eine Zombie-Frau, bitte, bitte, bitte. Das war hier drin, ne? Oh, das ist voll eklig. Warum? Oh! Wieso ist hier ein Sarg? Oh mein Gott, die Uhr. Was ist das für ein Geräusch? Warum wird die Musik so? Was willst du? Geh weg! Ich hab Feuer! Die fliegen eben auch schon da? Muss ich irgendwie gehen oder so? Was ist das? Was mache? Warum ist das so? Wieso kann ich hier nicht rein? Hä? Wieso ist die Uhr jetzt so schnell? Was? Ich will mein... Was war das? Oh mein Gott, das hat sich wieder ge... Kann ich nicht durch. Das hat sich wieder umge... Platziert, umplatziert hat sich das.
Keine Sorge, alles gut. Es ist nur das Telefon, was klingelt. Es ist nichts Schlimmes. Es ist gar nichts los, außer das Telefon. Ich bin erschrocken vom Telefon. Hallo, wer ist da? Wieso geht die Uhr eine Minute vor? Ein Regal. Ich werde wohl das Regal suchen müssen, nehme ich mal an. Hä? Das ist wieder zugemacht. Das war doch gar nicht zu vorher. Oh Gott. Oh, ich muss in den Keller. Oh, okay. Puh, okay. Ich gehe runter in den Keller. Hallo? Ich weiß, du beobachtest mich, aber wir können doch Freunde sein. Oh mein Gott, du beobachtest mich ja wirklich. Hallo? Guck mal, ich beobachte dich auch. Zwei können das Spiel spielen. Ich habe keine Angst vor dir. Oh. Oh, okay, ich wiederhole. Oh, danke fürs Spielen. Das Spiel wird am 24. April auf Steam veröffentlicht. Das wird tatsächlich genau dann veröffentlicht. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das heißt einfach nur so das Spiel. Ach, okay, cool. Ja, das war dann eine wirklich sehr kurze Demo, aber sie war gruselig. Also falls ihr Interesse an dem Spiel habt, könnt ihr das spielen. Ich wollte nur so ein kleines Extra-Video rausbringen zu meinem Geburtstag und dachte mir, als ich nach neuen Spielen geguckt habe und gesehen habe, dass das Spiel April 24 heißt, hat halt nun mal perfekt gepasst. Also dachte ich mir, mein Gott, danke Menü, dass du mich auch schreckst. Also dachte ich mir, nehmen wir das und ich lade das mal hoch. Dann danke fürs Zusehen und ich gehe jetzt fett einen Kuchen essen.